So, habt ihr eure Arbeitskleidung? Danke. Das ist Fleischermeister Robert Häusler. Und das sind EHV-Trainer Stefan Zwart und Gabriel DeSantis, Rückraumspieler bei den Handballern aus Aue. Beide haben heute mal das Sportdress gegen Hygienekleidung eingetauscht. Hände waschen und desinfizieren, ganz wichtig. Denn heute geht es um die Wurst. Besser gesagt, um die Salami. Die EHV-Handball-Salami der Fleischerei Häusler aus Lößnitz. Wenn eine Salami schon den Namen des Traditionsvereins trägt, dann wollen beide Sportler auch mal wissen, woraus die gemacht wird. Und vor allem, wie. In der Produktion ein erster Anblick wie im Schlaraffenland. Proteine über Proteine. In Form von bestem Muskelfleisch. Das gibt Muckis. Und die sind unabdingbar, gerade in der aktuellen kräftezehrenden Spielsaison 2019-2020. Aktuell rangieren die Handballer aus dem Lößnitztal jenseits der ersten Tabellenhälfte. Ein knappes Dutzend Begegnungen sind noch offen. Und das wird weder dem Trainer noch dem Spieler wurscht sein. Also Ärmel hochgekrempelt und mitgemacht. Was kommt rein in die Salami? Neben Fleisch von hoffentlich glücklichen Schweinen und Rindern machen die gereifte Wurst vor allem die Gewürze aus. Aufs Gramm genau werden die in der Gewürzkammer abgewogen und bereitgestellt. Eine leicht mediterrane Note verspricht Robert Häusler. Eine Mischung, die exklusiv nur in der Handballsalami verwendet wird. Viele große Maschinen stehen in den Produktionsräumen, jede mit ihrer eigenen Aufgabe. Noch sieht aber nicht viel nach fertiger Edelwurst aus. Ja, wir haben vielleicht eine geringe Vorstellung, aber deswegen sind wir ja hier, um es einfach mal zu sehen, weil so eine leckere Salami, wie die entsteht, hier aus dem Rohmaterial, mit ganzen Gewürzen, ist schon mal interessant. Bleibt die Frage, ob die Spieler denn auch mit einer gewissen Portion Fleisch und Wurst leben können. Ja, also wir trainieren ja meistens sehr gut, also manchmal darf man sich auch was gönnen, denke ich. Also ist Fleisch auch mal in Ordnung, ne? Ja, es gibt schlimmere Sachen, würde ich sagen. Also ein EHV-Salami kann man sich schon mal. Ich habe das noch nicht probiert, also bin ich sehr gespannt. Diese Geräte hatte ich nicht im Kopf, aber klar, kleines Vorstellung mit Würst und so weiter. Aber so von erster Grund, das hatte ich nicht so wirklich im Kopf. Nee, finde ich cool. Ganz cool liegt das Fleisch im Kutter. Denn damit es auch in einer guten Körnung zerkleinert wird, kommt es gefroren dort rein. Und durch die Reibung beim Kuttern wird es immer wärmer. Wie ist denn eigentlich die Zusammenarbeit mit der Fleischerei Häusler? Ja, sehr, sehr schön und unkompliziert. Also wenn ich Robert anrufe und sage, hey, wir bräuchten mal das und das, dann klappt das in aller Regel. Und ich glaube, da haben wir einen sehr zuverlässigen Partner, was das angeht. Der Robert macht auch das Catering im VIP-Bereich zu den Spielen, ist Sponsor der Zweitliga-Handballer. Immer was Besonderes, auch mal was Außergewöhnliches bringt er hier auf den Tisch. Da darf also auch die Salami den sportlichen Namen tragen. In der Maschine kommen jetzt endlich auch die Gewürze dazu, die den besonderen Geschmack ausmachen. Einmal kurz durchmengen, das ist alles Handarbeit. Das macht der Chef lieber selbst. Dazu braucht man Erfahrung. Und zu Schweinefleisch, Schweinebauch und den Gewürzen kommt nun noch eine Portion Rinderhack. Dann ist die Zeit der Sportler gekommen. Eigenhändig bringen sie die Hackfleischmengen in die Abfüllmaschine. Der Teig, der noch wenig nach Salami aussieht, muss in die ganz spezielle Trikotpelle. Die Salami wird quasi angezogen. Körperbeherrschung und Koordination ist da angesagt. Die Hand hält das Beutelchen straff auf der Tülle und mit dem Knie müssen Sie vorsichtig einen Schalter betätigen, damit die Masse eingefüllt wird. Das flache Trikot wird sogleich zu einem Oberkörper mit stolz geschwellter Brust. Ein Fleischerkollege übernimmt das Zubinden. Das ist etwas tricky, denn gleichzeitig müssen auch Schlaufen zum Aufwedeln entstehen. Scheint aber Spaß zu machen. Ganz coole Prozesse, muss ich sagen. Von Anfang bis zum fertigen Salami. Und der Stress sieht auch cool aus.
Wie bitte? Das Dress hier sieht auch cool aus. Ja, ja. Also, man soll das ja 100% machen, sozusagen. Oh. Und jetzt? Jetzt wird der Wurst erstmal Ruhe verordnet. Im Automaten muss sie lange vor sich hinreifen. Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen stimmen. Wieder Erfahrungswerte des Meisters, die dabei helfen. Nebenan reifen noch andere Produkte und es duftet verführerisch. Die letzte Station auf dem Weg zur echten Salami führt dann in den Keller. In Lößnitz gibt es diese wunderbaren Gewölbekeller, auch bei den Häuslers. Ideal zum Abhängen und Reifen, aber streng getrennt nach Produkten mit und ohne Edelschimmel. Ein kleines Paradies für die, die Fleischprodukte lieben. Und doch braucht es noch etwas Zeit, bis die Salami von heute genussfertig ist. So, deine erste EHV-Salami, persönlich gemacht, sozusagen, bist du stolz auf dich? Ja, also ist schön, ein Teil davon zu sein. Ja, also die Prozess ist ja, wie er da gesagt hat, das dauert ja ein bisschen. Aber ist schön. Vielleicht, Stefan Zwart, jetzt ein neues Krafttraining hier in der Flascherei nochmal mitmachen? Ja, wir haben schon überlegt, ob wir wie Rocky Balboa mal in so einer halben Sauhälfte trainieren. Wäre vielleicht mal eine schöne Abwechslung, aber ich glaube, wir gehen dann doch eher in den Kraftraum. Okay, und im Gegensatz zur EHV-Salami muss man ja natürlich beim Handball ein bisschen schneller sein, ne? Ja, ist richtig. Also wir haben nur 60 Minuten Zeit, da muss das Produkt fertig sein. Hier braucht es eben ein bisschen länger, aber ich glaube, wir wollen ähnliche Qualität abliefern. Wurst und Handball. Für die Fleischerei Häusler in Lößnitz und den erzgebirgischen Handballverein Aue eine perfekte Symbiose. Auch für die Fans, die sich die Handballsalami natürlich auch zu Hause schmecken lassen können.